Ich bin die Marita Spora, komme aus Finkenberg im Zillertal und bin alpine Skirennläuferin. Das erste Erlebnis auf Ski war bei uns hinter dem Haus an Gurten. Und da haben meine Mama, Papa und der Opa auf die Ski gestellt. Und ich glaube, man hat damals schon gemerkt, wie viel mir das bedeutet und wie gern ich das tue. Ich habe im Kinderschüler- und Jugendbereich natürlich meine Erfolge gefeiert und Pokale mit nach Hause genommen. Bin dann aufs Skigymnasium nach Stams und da hat mich 2011 dann das erste Mal das Verletzungsbech eingeholt. Dass 2012 und 2013 die nächsten zwei Knieoperationen folgen, das hat natürlich keiner gemacht. Es war eine schwere Zeit und man ist oft am Rande seiner Verzweiflung gestanden. Aber für mich wurde es eigentlich immer klar, egal wie oft ich hinfliege, ich möchte einfach umläuft aufstehen. Ja, Levi war eindeutig der schönste und erfolgreichste Moment in meiner ganzen Karriere. Und wie da gewiss du, dass ich über die Ziellinie vor meine ersten Weltcup-Punkte sammle, die Emotionen sind natürlich unbeschreiblich. Ich bin dann nach Levi viele Europacup- und Weltcuprennen gefahren. Bin dann leider im Februar bei einem Europacup-Rennen zu Sturz gekommen und in dem Moment, wo du weißt, du liegst jetzt am Boden, ist da einfach klar gewesen, du fängst wieder bei Null an. Ich habe oft versucht, wieder aufzustehen und mich wieder zurückzukämpfen, aber mein Körper und meine Psyche waren einfach am Ende und ich hatte keine Kraft mehr zu kämpfen. Ich habe dann schweren Herzens beschlossen, im Januar 2020, dass ich meine Karriere beenden werde. Wo dann daheim in Sommer über vieles aufgearbeitet und vieles reflektieren lassen, bin jetzt voller Motivation und Wille und ich möchte zurück in den alpinen Skiweltcup und mit den schnellsten Skifahrerinnen um jedes Hundertstel kämpfen.